Franziska Inselkammer ist 2003 in München geboren, damit natürlich auch ein echtes Münchner Kindl und seit frühester Jugend schon dem Brauchtum verpflichtet. Ich habe gelesen, sie hat schon mit 4 Jahren, hat sie schon mal gesagt, mit 4 Jahren, sie wird irgendwann Münchner Kindl. Und sie hat es geschafft, mit alles, was man sich als Vierjährige vornimmt, gelingt im Leben. Aber sie wollte mit 4 Jahren Münchner Kindl werden und ist Münchner Kindl geworden. Und wenn sie groß ist, hat sie gesagt, groß ist sie. Und mit 10 Jahren ist sie dann im Trachtenverein eingetreten, Chiemgauer München, in Lingau hast du ja korrekter gesagt, und hat deswegen schon mehrfach am Trachten- und Schützenumzug teilgenommen. Jetzt darf sie jedes Jahr teilnehmen, und nicht nur am Trachten- und Schützenumzug, sondern eben auch beim Einzug der Brauereien und Festwirte. Ich freue mich drauf, und natürlich ist es auch kein Zufall, dass Katharina Inselkammer mit der Wiesn viel zu tun hat, denn ihre Eltern, Katharina und Peter Inselkammer, sind ja bekanntlich Wiesnwirte. Und insoweit ist es natürlich schon klar, dass die Tochter da große Affinität zum Oktoberfest hat, und ich bin ganz sicher, sie wird diese Tradition fortsetzen. Und wir sehen uns in, solange ist es gar nicht mehr hin bis zur Wiesn. Nach der Wiesn ist vor der Wiesn. In einigen Wochen dann, und ich freue mich drauf, liebe Franziska. Und ich bin ganz sicher, dass auch du eine grandiose Botschafterin unserer geliebten Heimatstadt München sein wirst. Und die bringe ich sicher auch ganz locker vom Pferd runter. Also bis jetzt hat es immer geklappt. Viktoria lebt noch. Keine Beinbrüche, nix. Also wir üben das aber noch vorher heimlich. Ja, nochmal gratuliere, liebe Franziska. Und auf gute Zusammenarbeit mit dem Münchner Kindl. Für den Oberbürgermeister ist es gar nicht so schlecht, wenn er mit dem Münchner Kindl gut zusammenarbeitet. In diesem Sinne alles Gute. Und wie gesagt, Ihnen allen nochmal ganz viel Spaß bei unserem Stadtgeburtstag, bei unserer geliebten Heimatstadt München. Danke, dass Sie hier sind, und feiern Sie das Wochenende ein bisschen den Geburtstag der Stadt. Franziska, alles Gute nochmal, und wir hören jetzt noch Musik.